Okay. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Also wir sind schon mal nicht auf einer Raumstation. Also wir scheinen irgendwo unter Wasser zu sein. Was sind das für Dinger? Okay, der hat wieder gespeichert. Oder geladen. Stationskontroll. Stationskontroll. Gute Frage. Stationskontroll. Upsilon. War da gerade ein Geräusch? Nö. Upsilon. Was soll das hier sein? Also, da kommt die Thermalenergie rein. Da geht es in eine Turbine und da durch einen Generator. Okay, das habe ich verstanden. Aber hier ist wieder so ein Alien-Zeug. Guck mal, da vorne ist doch was. Ist das eine Selbstschussanlage? Was macht das Ding da? Ist doch mit Alien-Technologie oder sowas. Was ist das da? Ist das ein Notizzettel? Auf keinen Fall das Strukturgel lecken berühren. Nee, Leck berühren. Ach gut. Sein Effekt auf die Wau kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Voltex gemeldet. Mann, die haben hier Namen. Schon wieder solche komischen Fehler hier gerade. Was ist das? Ich kann das mit diesem komischen Ding sprechen. Hey, can you hear me? Ist das hier für eine abgefahrene Scheiße? Was macht das Ding da? Sehr merkwürdig. Ich muss das wohl rausziehen da. Ah. Scheint sehr fehlerbehaftet zu sein. Don't. Don't? Hm. Passt aber nicht mal rein. Sehr merkwürdig. Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Aber ich hab doch hier gerade so eine Hand gehabt. Hm. Okay, jetzt zieh mal der andere mal raus. Jetzt bin ich irritiert. Okay. Was haben wir denn hier? Manuelle Bootsequenz. Ja, natürlich Boote. Nee, Bootsequenz. S1 und S2 sind ziemlich weit unten. Okay. Zu wenig Strömling. Zumindest wird jetzt etwas angezeigt.
nachdem wir das hier abgestöpselt haben. Was das hier auch immer ist, ich weiß es absolut nicht. Es ist gerade doch etwas sehr rätselhaft. Ja, von da sind wir gekommen. Error. Aha, Error verstehe ich. Und der Terminal Locket. Auch das verstehe ich. Was haben wir hier noch? Nichts. Das Spiel ist auch sehr, sehr selbsterklärend. Stationkontroll. Das ist sozusagen der Feuerschutzweg hier, der Rettungsweg. Was sind denn das für Bücher? Haben wir hier irgendwo ein bisschen Licht? Ich möchte mal gucken, was für ein Buch das ist. Das sieht, das habe ich schon mal gelesen, eindeutig. Ja. Das habe ich schon mal gelesen. Ja, was soll ich hier noch machen? Jetzt habe ich hier rausgezogen. Und man soll nicht ans, man soll das Leck nicht berühren. Also das da wohl. Nicht anfassen. Also hier, don't touch it. Ja, okay. Haben wir nicht gemacht. Aber was sollen wir jetzt hier noch machen? Hier geht doch nichts weiter. Halt, hier ist noch was gewesen. Was ist das? Hier. Ach, das ist ein Headset. Yeah, ein Headset. Okay, legen wir mal hier hin. Da geht nicht mehr. Da haben wir nur die Anzeige gehabt. Hier ist auch nicht mehr. Da steht auch nur Error. Error. Gut, hier kommen wir anscheinend nicht wirklich weiter. Ich glaube, wir müssen in eine Röhre wieder zurück. Machen wir das mal. Wir kommen in der Röhre. Gucken wir mal in die Röhre. Hey, da guckst du in die Röhre. Jetzt gehen wir mal nach links. Und dann nochmal nach links. Da war dieses zuge Ding gewesen. Halt, wir warten aber mal kurz. Okay. Schauen wir mal. Er ist immer noch rot. Ist immer noch rot. Ändert sich auch nicht wirklich großartig. Ist natürlich die Frage, wo man da jetzt lang müssen, ne? Hier ist dieser eine Weg gewesen. Da ist auch rot. Mal gucken, das wird bestimmt auch nicht gehen, wenn es rot ist. Nö. Das geht natürlich dann auch nicht. Naja. Wir müssen wohl hier zurück anscheinend. Mal sehen. Aber von der Grafik her bin ich jetzt so ganz gut positiv beeindruckt. Gefällt mir. Kann man schon mal machen. Jetzt ist hier auch rot. Hab ich mich verirrt? Fängt ja super an. Hier war dieser Weg für Entscheidung. Das ist aber sehr irritierend. Gehen wir nochmal dahin. Vielleicht haben wir irgendwas hier. Vielleicht müssen wir hier was ziehen. Warte mal. Nee. Okay, kommt kein Symbol. Kommt kein Symbol. Dann sind wir wieder hier. Bäm. Gucken wir nochmal ganz systematisch durch. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist eine Zigarettenbox. Nix.
Nee. Da ist nur der Hinweis. Kann ich hier ringriffeln? Nö. Fingern. Ah! Ja, da sind Schalter. Die hätte man auch sehen können. So rein theoretisch. Die hätte man sehen können. Welchen wollen wir den dritten? Wir drücken mal den dritten. Nix. Den zweiten? Auch nicht. Erster. Ah. Oh, wir machen mal bis grün. Aha. Ah. Turbinen laufen an, Kühlflüssigkeit, Hauptstromversorgung, komme online. Die Türen werden aufgeschlossen. Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Ja. Errungenschaft freigeschaltet. Dem Ruf gefolgt. Ja. Tolles Ding. Jetzt haben wir hier auch Licht. Wir haben Strömling. Ich muss die Treppe nach oben gehen. Krass, wie das Ding hier vibriert. Nur wegen diesem Strömling. Da steht auch noch Fehler, okay. Gucken wir mal, ob hier was Neues gekommen ist. Nö. Ui. Da geht das aber gewaltig tief runter. Da geht das tief runter. Haben wir hier? Apps hier Standard. Druck. 2017 Bar. Sauerstoff. Nicht verfügbar. Stationsdiagnose. Nicht verfügbar. Produktion. Aha. Erfasste Ausfallzeit. Aha. Abspann. Was für ein Abspann? Keine Ahnung. Struktur. Okay. Hier ist auch so Elendstruktur. Keine Ahnung, was da runterfallen sollten. Das liegt, glaube ich, nicht so gut. Gucken wir mal erstmal hier weiter. Aha. Das sieht nach Lüftung aus. Okay, es wird gerade wieder was geladen, warum auch immer.
Warning, high pressure steam. Das da scheint zu sein. Oh, ich hab ein tolles. Hoppala! Ich wollte gerade sagen, habe ich ein tolles Hemd da an? Das war gerade sehr laut. Gut, wollen wir mal schauen. Was haben wir hier? Auch so ein Pockenzeug. Ist überall so ein Pockenzeug. Das ist Pockenzeit. Das ist fröhliche Pockenzeit. Nee, hier so nicht. Ich glaube, hier ist ein Vieh. Das gehört. Wenn der Puls wohl hochgeht, dann bin ich mal kurz davor, entdeckt zu werden oder sowas. Irgendwo läuft's hier. In der Richtung. Da ist es. Tolles Vieh. So, wir sollen die Treppe hoch. Machen wir mal. Wir gehen mal die Treppe nach oben. Wurde ja uns gesagt, gehen Sie die Treppe hoch. Oh, das war heiß. So. Gehen wir mal weiter die Treppe hoch. Hier höre ich auch wieder so komische Geräusche. Da sind da auch wieder komische Geräusche. Warum ist jetzt hier das Licht angegangen? Okay. Schauen wir uns erstmal die Zeitschrift hier an. Wow. Ach, das ist eine Fertigungsanlage. Muss ich mir gar nicht drücken. Also das jetzt unten rechts, das sieht wirklich nach Isaac aus. Okay, haben wir. Was ist das hier? Ach, ein Lageplan. Wo sind wir gerade? Ich würde mal sagen, da in der Mitte, da unten, so ein bisschen da, wo das X ist, sind wir. Wir sind in der Verwaltung. Kommunikationszentrale. Wir sollten ja irgendwie nach oben. Dann haben wir das E-Werk. Da ist die Fabrik. Volle Karte. Hoppala. Oh, eine hochmoderne Wasserwaage. Elektronik Hazard. Was haben wir hier? Lockdown-Vorgang eingeleitet. Für Details bitte Terminals prüfen. ID. ...5401 war der, wo am Anfang war. Nö, ist auch mal nicht richtig. Da müssen wir bestimmt was anderes dann brauchen. Gleiche haben wir auch hier, okay. Da haben wir nochmal so ein komisches Ding hier. Weiß nicht, ob wir das anfassen sollten. Machen wir mal.